Oh mein Gott, ist die langsam. Er war so sehr mit seinem Song beschäftigt. Jesus Christ, ist langsam. Ja, die ist langsam, aber okay, die also ist dafür auch mächtig. Man trifft einmal und dann sind sie tot, ne? Ah ja, zweimal. Das war aber der starke Angriff auch. Fuck, Alter. Ja, an das Tempo müsst ihr euch gewöhnen, ne? Alter. Jesus. Das wäre für mich unbenutzbar, muss ich zugeben. Ich habe fast nur so eine Waffe benutzt. Ich habe das und den Claymore und sowas benutzt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat... Du hast Minen in Dark Souls gehabt? Was? Ach, nix. Oh Gott, Claymore. Ja, okay, danke. Okay, das Gute ist, wenn du halt einmal im... Also du kannst halt, wenn du genug Ausdauer hast, ne? Und dann ja, halt schlägst Locken und dann so. Aber nochmal direkt schlagen und dann macht er halt direkt daraus noch einen. Und dann kannst du daraus wieder einen machen. Und diese Waffe macht offensichtlich großen, ja, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, also. Immer wieder gut. Also ich würde es jetzt einfach mal als Laie Poise-Schaden nehmen, also die staggern, die taumeln so nach hinten, wenn du sie triffst, ganz oft. Nicht alle Gegner, die schwer gepanzert nicht, aber. Ich finde schön, dass du Poise-Schaden mit staggern erklärt hast. Ja, Poise-Schaden und staggern. Soll ich noch Stun dazu nehmen und ein paar andere englische Begriffe? YOLO. Wir sehen jetzt so viel cooler aus als vorher, ne? Wir sehen so viel cooler aus und wir haben eine Waffe, die arschlangsam ist, aber wenn sie Schaden macht, dann trifft sie, ne? Ach komm. Ach, schön. Lieber eine langsame Waffe, die Schaden macht, als eine schnelle, die keinen Schaden macht, würde ich sagen. Ja, true. Und ganz hart ist natürlich, wenn du mit dem Ding backstabst oder so. Stimmt. Beziehungsweise, was ich ja größtenteils gemacht habe, war parieren, aber... Ist, dumme Fotze. Dass man mit 200 backstabben kann, ist schon mal irgendwie cool. Oh fuck, ich bin tot. Oh, Glück gehabt. Nee, Glück gehabt. Ey, lüg uns doch nicht an. Ich hab gar nicht auf meine Energie geachtet. Nicht das Klügste, was ich hier gemacht habe. Einfach so durch die Lücke hier. Der Blitz kommt nicht durch meinen Käfig. Das ist nämlich ein Faradayischer Käfig. Was für ein Käfig? Hast du keine Physik in der Schule? Du mit deinem Wissen, Leo. Hattest du keine Physik? Du hast immer dieses Wissen, das nervt mich. Hör auf damit, dieses Wissen zu ein haben. Ein Faradayischer Käfig ist ein... Ach, ja. Leo benutzt Wissen, das ist sehr effektiv. Ja, geht Robin schon. Robin ist confused. Robin verletzt sich selbst. Robin verletzt sich selbst. Und zwar aus Depression. Aber komm, jetzt sehen wir ziemlich badass aus. Ich find sogar, dass der Waffenrock irgendwie ganz gut kommt. Das ist cool, ja. Komm, wenn das nicht gut war. Pillage. Willst du nicht Pillage? Mit Pokémon kann man echt die Welt erklären, ey. Oh, cool. Oh, schön, jetzt. Danke. Naja, wir können es ja gerade benutzen. Gutes Timing, Spiel. Fuck you. Fuck you, Dark Souls. Fuck also, wie gesagt, was, Tom, da ist halt, wo wir waren, ist direkt ein Schmied. Nee, war der da jetzt auch schon? Ja. Ich glaube, wir müssen auch an Onstein und Smough vorbei. Nee, glaube ich nicht, nee. Nee, das ist da oben. Man konnte da hin. Ich glaube auch, wir sollten das vorher machen. Übrigens, was ich an dem Helm ein bisschen einfach finde, das sieht aus, als ob dein Kopf so eine Röhre ist. Das ist so, als ob du so einen extrem langen Kopf hast. Ja. Aber ich glaube, das soll größtenteils zur Fremdartigkeit der Silver Knights beitragen. Cool, dass hier aussieht. Ja. Boah, ja, Tom, jedes Mal. Immer muss er sagen. Oh, sieht oh Mann, aus. Ey, Tom. Ah, erinnerst du dich noch an Conker? Sieht das gut aus. Die erste Folge. Deren erste. Warum so weit zurückdenken? Erinnerst du dich noch an Marlo Briggs? Das stimmt allerdings. Das war aber berechtigt bei beiden Fällen. Da war Dark Souls Crap aus. Bei Marlo Briggs kam es ja wirklich aus dem Moment, aus der Überraschung. Bei Conker wusste er die ganze Zeit ganz genau, wie es aussieht. Aber es sieht so gut aus, Tom. Ja. Jetzt gib das doch mal zu. Warum hast du so einen langsamen Stride drauf? Du solltest nicht mal mehr so laufen. Du solltest wirklich nur gehen. So. Ja. Langsamer Strut durchs ganze Spiel. Vor allem, wir hauen hier so dick auf die Kacke, aber die Sache ist, dick auf die Hose hauen. Aber die Sache ist die, Onsen und Smough werden fucking hart. Also die werden wirklich... Ja, wir haben keine Humanity mehr, das ist voll scheiße. Die haben wirklich... Also, um mal meine professionelle Meinung einzubringen, das ist voll scheiße, Alter. Also ich würde auch sagen, wir sind tendenziell immer noch gefuckt, aber wir haben, glaube ich, mehr Chancen als vorher. Aber ich habe in allen meinen Playthroughs einfach haben noch Leute... 15.000 Seelen, hätten wir die nicht für irgendwas ausgeben können? Nein, beim Schmied würde ich die ausgeben. Achso. Genau, ich habe, was ich sagen wollte, ich habe, glaube ich, in allen meinen drei Playthroughs einfach immer zwei Leute beschwört und dann halt so Ornstein besiegt und Smough. Aua, übrigens. Das tut weh. Zum Glück sägt er nicht noch so hin und her. Obwohl, interessanter Funfact ist, dass dieses kleine Stückchen bei einem Zweihänder eigentlich stumpf ist. Das ist ja interessant. Ja. Übrigens, an dieser Stelle habe ich auch schon mal voll den Tunnelblick gehabt und bin einfach sowas von in die Grube reingegangen. Ja, das macht jeder einmal. Oh mein Gott. Jetzt muss ich nur noch hier lang. Oh, eine Röhre, wie bei Mario. Du loop.
Ich sacke übrigens darin, das Röhrengeräusche mal zu machen. Das tut mir leid. Das war ganz gut. Was leuchtet denn da? Da liegt noch ein Item links. Boah, ich überlege gerade echt, wie wir... Das ist die Sonne, Tom. Rechts. Ah ja, wir müssen einfach auf der anderen Seite nach oben beim für den Schmied. What? Ja. Du meinst jetzt hier oben die Treppe hoch und dann links? In das Gebäude rein. In Ach so, den Wohnraum, in das Gebäude, ja. Und konnte man auf die andere Seite hoch und ich bin mir relativ sicher, dass das richtig war. Hier unten war noch das Feuer, ne? Ja. Hier unten war noch ein Feuer, ja. Wir gehen jetzt kein Risiko mehr ein. Hier, das Feuer wird mitgenommen. Ja. Wie viel Dark Souls gibt's denn eigentlich noch nach Anno Londo? Hälfte haben wir. Hälfte, ja. Also, ja, also die Sache ist, die danach kommt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Backtracking, aber danach musst du doch nochmal durch die Welt ein bisschen. Mhm. Naja, nicht wirklich Backtracking, aber du musst zum Beispiel nochmal durch. Naja, du musst halt oben zu diesem Gebiet zu kommen, aber man hat ja gesehen, wie lange, also es dauert 10 Minuten oder so. Ja, genau. Erstens das und zweitens, ich finde nicht, dass ein großer Spoiler ist, deswegen sage ich es jetzt einfach mal, es wird ein Teleportsystem zwischen den Feuern hier freigeschaltet, nachdem man uns dann ins Maul besiegt hat. Und das macht natürlich manche Sachen wesentlich einfacher. Nee, die Sache ist die, danach geht's noch, es geht schon noch ein bisschen. Und ich weiß wirklich nicht, ob wir nicht ein bisschen zu suboptimal gespielt haben. Weil Dark Souls ist halt so ein Spiel, wo du dich auch furchtbar vertun kannst einfach. Und dann musst du erstmal farmen, um wieder deine früheren Skill und Equipment Fauxpas auszugleichen. Nun, also ich habe ja schon meinen Dienst bei Final Fantasy 13.2 getan. Mit Farmen. Also wer sich hier anbieten will, ne, Leute, hallo? Ja. Ich farm dann und danach sind wir irgendwie schlechter als voll. Ich würde es machen. Ich habe eigentlich nur gefarmt, jetzt ist Spielstand gelöscht. Also was ich auf jeden Fall, wo ich mich anbieten könnte, wäre uns ein bisschen Humanity zusammen zu farmen, denn Humanity ist super wichtig. Ja. Das könnte ich für uns machen. Ich kenne halt keine guten Methoden, um wahnsinnig effektiv Seelen zu farmen oder Upgrade-Materialien oder sowas. Da wirst du jetzt in diesem Moment zigtausend Hinweise. Ja, ich weiß. Also wir brauchen ja auch keine zigtausend, wir brauchen halt echt, wie gesagt, wenn wir jetzt noch drei oder, sag mal, fünf Humanities hätten, womit wir ein paar Leute beschwören könnten, wären wir schon auf der sicheren Seite. Haben wir leider nicht, deswegen schade. Schade. Ja, und das würde halt, würde ich schätzen, 20 Minuten bis eine halbe Stunde dauern, bis wir die wieder zusammen hätten. Davon abgesehen, dass da immer noch ein bisschen Backtracking mit drin wäre. Weil ich kenne zu diesem Zeitpunkt kenne ich wirklich nur eine Stelle im Spiel, wo man einigermaßen gut Humanity farmen kann. Und das ist wieder unten in der Kanalisation, wo der Gaping Dragon war. Aber ihr habt jetzt schon so oft gesagt, es kommt irgendwie die schwierigste Stelle, der schwierigste Boss, ist dann alles danach einfacher Nein. Also einfacher finde ich schon. Ja doch, also ich fand, das Spiel wurde tatsächlich immer einfacher nach dieser Stelle. Aber es gibt eine Stelle, die ist nicht schwierig, die ist einfach nur frustrierend schlimm. Weil du nichts siehst. Ah. Also bisher habe ich immer gesagt, die Sachen sind schwierig, aber halt nicht. Willst du das vielleicht machen? Ja. Die Sachen sind halt schwierig, aber nicht unfair. Das ist das, was ich dir gerade erklärt, wo du nicht zugehört hast. Ich habe tatsächlich nicht zugehört. Ja, ich weiß. Und nun aber, dieses Ritual. Aber auch so gut getimed. Absolut grade. Unfassbar. Aber auch so du gut getimed. Du kannst dich backstabben übrigens. Spiel, ey. Ja, guck dir den Schaden an den Dingern an. Weißt du noch, wie oft du mit dem Speer auf die Augen gehabt hast? Aber ich konnte es halt nicht blocken dafür danach. Ja, das ist jetzt musst du halt, ist aber nur eine Frage von Umgewöhnung, ist wirklich nur eine Frage von Timing. Naja, das bezweifle ich ja gar nicht. Naja, aber vorher haben wir halt irgendwie echt ein Achtzehntel mit fünf Stöcken mit Schlägen gemacht, meine ich. Wir haben zu wenig Ausdauer für diese Waffe. Ja, die weichen auch gerne aus. Das können wir dann beim nächsten Mal. Wir haben zu wenig Ausdauer für diese Waffe, ich weiß auch immer. Ach, du bist doch nicht dummer Hurensohn, ey. Block. Du hast mich angegriffen, jetzt kämpf auch, du dummer. Nochmal. Bam. Fuck you. Fickt euch doch! Das kann doch nicht sein! Boah, ich raste aus. Siehst du von der positiven Seite, du kriegst immer 1500 Seelen. Weißt du, ich kann nicht zwei Schläge blocken. Ja. Und ich kann halt auch nicht ausweichen. Und in den Schritt. Und die kannst du auch nicht staggern, glaube ich. Du stehst aber gerade sehr günstig. Und nochmal. Ja, wie gesagt. Weil die können sich sogar heilen, die Spasten. Das stimmt. Oder dich verlangsamen. Waren es die oder waren es die hier drin? Also die können dich entweder heilen oder verlangsamen. Ja, wie auch immer. Du wolltest den Black Eye Orb benutzen. Ja. Ah ja. Ja. Ich kann da drin keinen als Flask benutzen, deswegen. Ah ja, stimmt. Oh je, Lautrec. Also ich fand den immer einfach.
Aber es sind drei Leute, die haben sehr langsam gespielt. Ja, aber das ist auch dein Schwert. Bild, dein Skill und du hast jetzt hier gerade eine ganz frische Sache. Übrigens, Onstein und Smau waren wirklich die, bei denen ich meinen bisherigen Spielstil hart modifizieren und anpassen musste, weil ich es anders wirklich nicht geschafft habe. Das hast du auch schnell gemacht, oder was? Nee, da habe ich dann wirklich, ich habe diese Krone von, ich glaube von Dusk benutzt, die mit der du mehr Magieschaden machst und habe dann wirklich primär Pyromantie benutzt. Wirklich primär. Und ich habe die ganz wenig nur geschlagen. Stimmt, das hätten wir aufleveln können, naja. So, das könnte jetzt furchtbar in die Hose gehen, weil ich halt ich habe noch nie eine so eine schwere Waffe benutzt. Können wir jetzt gegen drei gleichzeitig? Ja. Das ist halt der Typ, erinnerst du dich noch an den goldenen? Der hat ihn aber befreit. Der saß dann am Pfeiler dem Schwein rum. Ach so. Ja, das wird nichts. Jedenfalls nicht mit. Ah, cool, ach du Scheiße, was ist denn da los? Nee, das machen wir nicht, fuck it. Okay. Dann werden wir aber nie den Firelink schreiben. Ja, scheiß drauf. Ich weiß nicht, war krass, gegen den hatte ich echt noch nie Probleme. Noch nie. Tja. Kann man das so oft machen, wie man will? Ja. Das Klacken, das ihr hört, ist frustriertes Rumgehämmer von Robin. Er flickt den Analogstick so aus Frust. Und er glaubt gerade, dass der Ratschlag, den das ich gegeben Leos habe, Gesicht, mit dem Gesicht, was ihr mir hört, ich kratze so ganz aggressiv gerade über Leos Nase. die Sache ist die, dass Robin gerade anfängt, mir die Schuld dafür zu geben, dass wir den dummen Zweihänder geholt haben und nein, so stark aufgewertet haben. Nein, ich bin echt gerade einfach... Er sagt jetzt nein, um den Frieden zu wahren, aber es ist so. Wirklich nicht. Ich bin von dieser Position, in der wir gerade in Dark Souls sind, so frustriert. Ja, lass von vorne anfangen. Und er hasst mich. Nein, Leo, ich hasse dich nur, wenn du Nier spielst. Dann wirst du dich darauf freuen, dass wir naja, heute... Naja, ich überlege, ob ich dir den Controller einfach nicht gebe. Nein, du, ich freue mich sehr darauf, heute Nier zu spielen, weil wir gerade... Also für euch ist es ein bisschen verwirrend, die ihr gerade zuguckt, aber wir machen heute den Run weiter, den wir beim letzten Mal abgebrochen haben, bei dem sich das Spiel gerade entfaltet, sowohl storytechnisch als auch spielmechanisch. Ja. Und das letzte Mal, das war wirklich gespielt. Ich bin wirklich? Nicht so ein Held. Ja, es war wirklich. Ich dachte, du bist einfach nur die größte Fotze der Welt gerade im Moment. Ja, ich bin die größte Fotze der Welt, aber ich bin es nur. Hier, insofern. Reden wir mit dem. Guck mal, die singt schön. Ach, Spasten, geh ich jetzt weg. Ich hätte dich einfach ins Gesicht. Einfach mit so anderslos ins Gesicht treten können. Ja, aber erstens, ich wusste doch, dass das Spiel langsam beginnt. Ihr hattet mich doch vorgewarnt. Ja. Und zweitens, ich fand es auch wirklich nicht schlimm. Ich habe schon ganz andere Spiele gespielt, die langsam beginnt. Es war wirklich gespielt, um des Unterhaltungsfaktors willen. Das und ich hasse dich. Ja. Dass du dich darüber beschwerst, Robin. Du bist ja derjenige, der am ehesten Leo teasert. Tasert? Don't tase me, bro. Ja, ich habe Tom gerade erzählt, wie ich so völlig grundlos und so böse grinsend Leo darauf hingewiesen habe, dass sein komplettes Wissen über den Attack on Titan Titelsong falsch ist. Und das so angefühlt, als ob du dich sehr aufgeregt hast auf der anderen Seite. Ach nö. Du hast dich... Wenn ich dir jetzt einen Gefallen tun soll, dann... Ja, ich habe mich total aufgeregt. Aber es hat sich schon so... Erstens... Weißt du, das war so ein bisschen... So zumindest beleidigt, weißt du? So schreibe ich aber immer. So, also erstens, ich habe das gar nicht so gesagt. Also das, was ich dir als erstes mal sagen muss. Ja, wirklich so. So hat sich halt angefühlt. Ja, aber so schreibe ich immer. So, was soll ich jetzt machen? Da oben sind Spasten, hier sind Spasten. Fickt euch alle. Vorbeirennen und Onstein und Smau einfach wegbashen. Nee, ich renne zum Schmied erstmal. Okay. Ich würde ja sagen... Ja, du sagst mir egal, du spielst nicht, halt die Fresse. Wegbashen. Klang nach der besseren Taktik, muss also, ich auch sagen. Ich weiß, dass ich Onstein und Smau mit diesem das Bild nicht besiegen kann. Also wenn schon, macht das Leo. Oh Gott. Wird interessant. Bin ich hier richtig? Nee, ne? Nee, das ist der, wo er kommt. Jetzt kommen dir so drei Titanen entgegen. Ja, und zwar Attack on Titan Titanen. Die kommen hier nicht über, die kommen hier nicht mal hoch. Verdient, du Drohhuhnsohn. Kannst du die jetzt nicht so. Ah, ich hätte einfach oben lang können. Nee, ich renne nicht. Ja, kann man, aber ich renne einfach oben lang. Ist mir jetzt alles zu. Was, ob man die dropkicken kann? Sind wir beim Wrestling? Nee, so runterfallen. Ja, das kann man machen. You know. Kannst du nicht einfach deine 3D-Manöver-Gear nehmen und ein Stück aus dem Das wär's. Es kommt ja dieses 3DS-Spiel von Attack on Titan. Sind wir das Essen? Nein, wir sind die Jäger. Ja, ist sehr deutlich zu hören. Was grafisch leider sehr, sehr doof aussieht, aber es könnte trotzdem Spaß machen. Ja, das ja, ist so. Okay, also Tom, wir sind da. Hurra. Was habe ich damit zu tun? Ich wollte dich nur ansprechen. Ich habe mich schon komplett darauf eingestellt, dieses Spiel heute nicht mehr zu spielen. Du wirkst auch so entspannt. Ja. Ach, die Tür ist ja auf. Ach so, nee, okay. Ja, hier. Aber das geht doch. Guck mal, der zweite Schmied. Oh, der sieht ja aber... Guck mal, wie cool der ist. Hat der überhaupt ein Gesicht? Der ist sehr nett. Vorsicht, Junge, Bunsch. Die sind ungut.
Tod. Very good. I know anytime. Ist ja nett. Den würde ich direkt voll ausnutzen. Voll nett. Sehr süß ist auch, wenn du ganz oft bei dem was kaufst oder upgradest oder sowas. Dann, süß? Ja, dann verabschiedet er sich irgendwann von dir mit you friend, I like you good. Und solche Sachen. Oh, siehst du süß? Ich sag's auch. Süß. Ja. Yeah. Cute, cutesy. Kawaii. Halt die Fresse. Der typische Dämon spielt Kawaii. Ich bin gerade nicht in der Stimmung, um einen Nick aushalten zu können. Ist gerade nicht drin. Als ob das immer mit Nick zu tun hat. Lass doch mal den Nick in Ruhe. Ja, echt mal, was hat denn der Nick dir getan? Sollen wir das machen? Nee. Also, du hast gerade gesagt, ich hab mal gehört, dass diese Waffe sehr stark gewesen sein soll. Das ist so geil. Ich will wieder das. Leo und ich rede hier und der Tom sitzt zu sehen. Hallo, worum geht's heute? Hey, hallo. Ich habe dann gelesen, dass es wohl mal genervt worden sein soll. Also, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Dann scheiß drauf. Können wir es denn jetzt besser machen? Das Elementar zu machen oder was? Ja, wir können. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weil jetzt mal schon den Hund getötet, dann könnte man gerade Schwert machen. Oh, hell. Ja, wir könnten den und Lightning Zweihänder zu und andersrum den 210 zum Lightning Zweihänder machen, aber fuck it. Wir können aber unsere Rüstung auch aufwerten. Wäre vielleicht eine Idee. Erstmal können wir unsere Rüstung mal reparieren. Ne, die haben wir gerade erst benutzt, schon gut. Amor. Du hast gerade auch so diese Stimme, also du hast diese Stimme, als ob gerade es brodelt sozusagen. Ich hab einfach so. Wir könnten auch die Rüstung haben, ne, die haben wir ja gerade erst. Diese Stimme, die Leute haben, die zum ersten Mal YouTube-Videos machen. Man braucht Twinkling. Und noch nicht wissen, dass man wirklich seine Stimme heben muss, um. Genau, die. Und die halt auch wirklich noch nicht ganz wissen, was ihr Format überhaupt sein wird. Einfach nur so, ja, ich mache jetzt hier mal. Willkommen zum Dark Souls Walkthrough. Ja, hier ist mein 3DS an. Und dann müssen wir die Gargoyles töten. Wir töten die, indem wir mit dem Schwert wiederholt draufschlagen. Da ist eine Abkürzung, die können wir benutzen. Vorher müssen wir. Ihr könnt gegen den kämpfen, müsst ihr aber nicht. Stattdessen können wir einfach hier lang gehen. Das hört keine Sau, Robert. Und ich mach dir keine Untertitel ins Video, sag ich dir jetzt. Wie gesagt, ich will nur die Erfahrung akkurat rüberbringen. Wenn ich dir Untertitel mache, dann steht da nur sowas drin wie, ich wollte an dieser Stelle mal bekunden, dass Robin, dass Leo der beste Mensch der Welt ist. Was macht er da? Und ich liebe ihn. Ja, ja. Donk, dok, dok, bei ihm klingt es ein bisschen anders. Boah, ich hab irgendwie, nee, oh Gott. Schlag ihn nicht. Ihr habt das gerade nicht gehört. Ich war gerade so für eine Sekunde so, boah, jetzt nehme ich einfach voll auf die Fresse. So, ich hatte gerade so das. That would be so das, fucking ich sweet. Ich hatte gerade so das krasseste Gefühl, irgendeinen unschuldigen Behinderten zu schlagen. Und das war der Nächste, der behindert ist. Oh, Leute, ich möchte mich gerade von dem distanzieren, was Robin gerade gesagt hat. Wenn er für sich spricht, dafür kann ich nichts, aber sorry. Oh Mann. Ich glaube, bei dir ging es gerade eher darum, dass du irgendwas Unschuldiges zerstören willst, oder? Irgendwie so, als wie in Fight Club, weißt du, wo er zwischendurch sagt, ich würde am liebsten einen Panda töten. Das ist irgendwie einfach irgendwas Reines und Unschuldiges kaputt machen. Nein, aber er war halt auch so ein bisschen dumm und unschuldig und das kann man dann schön töten. Ja, fuck you! Bow down before me, bitch! Die! Oh, ich hasse mich. Schade, dabei war der Slam auf die Erde sehr, sehr gut. Ja, das ist halt eine Sache, die mit anderen Waffen nicht geht. Ne? Also mit dem Lightning Spear geht sowas nicht. Worth it. Also was machen wir jetzt? Ist mit so einem großen. Ich weiß es nicht. Also, wir können auch 12.000 Seelen. Soll ich? 12. Was machen wir jetzt mit den 12.000 Seelen? Das Problem ist, mit 12.000 Seelen können wir nicht so viel anfangen. Das ist schon weit jenseits unserer Level-Anforderungen. Soll ich jetzt zu Orange und Smoke rennen, ernsthaft? Ich kann da nichts tun, die töten mich. Und dann reg ich mich auf und dann bin ich mal wieder hier. Dann müssen wir wieder zu Orange und Smoke. Dann haben wir einen schönen Endpunkt für diese Folge. Pass auf, versuch's. Und wenn es nicht funktioniert, dann hören wir auf. Ich farme uns in der Zwischenzeit ein bisschen Humanity zusammen. Okay. Aber du musst schon hingehen, ja? Du musst schon gegen die kämpfen. Wenn du jetzt hier stirbst, dann geht das nicht. Okay, Leo. Und versuch die Seelen einzusammeln, wenn es klappt. Wen töte ich zuerst? Wen greife ich zuerst an, meine ich? Ich würde sagen Ornstein. Das ist welcher? Na, der Kleine. Ah, die Seelen liegen ja gut da. Der kommt. Ah, das war's. Die Seelen kriegen wir nie wieder. Okay. Weil der hat schon mal gut angefangen. Und Hammer. Ist ja der Hammer. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Oh, da. Das ist auch so fies, dass Dark Souls sich dann überlegt, ja, jetzt zwei. Haha! Haha! Ich dachte für kurz Moment, der US Dead Bildschirm sieht auch so komisch aus.
Also you, ich gerade You is Dead gesagt? Wen soll ich zuerst killen? Den Kleinen, ne? Ja, wenn du es schaffst. Ja, wie soll ich's? Ja. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich Smo, der Große, durch die Säulen ganz gut isolieren lässt. Aber... Nee, das bringt doch nichts. Das bringt tatsächlich nichts. Dazu haben wir unseren Gauntlet nicht weit genug aufgewertet. Auch das ist eine Sache, die ich natürlich im Zuge des Farms vielleicht versuchen könnte. Hast du gesehen, wie ich eben absichtlich ausgewichen bin? Hast du gesehen, wie viel Schaden du mit einem Schlag machst? Gar nicht so übel. Ja, hast du gesehen, wie viel Schaden ich nehme mit einem Schlag? Das ist völlig sinnlos, was ich hier mache. Mit der Einstellung? Oh, ich bin so unfassbar depressiv. Merkt man gar nicht. Ich bin so unfassbar platt. Okay, also wir fassen zusammen. Diesmal bin ich dran. Ihr müsst mir dann erklären, wie ich das mit dem Spielstand mache und so, aber das können wir ja gleich klären. Dazu muss man sagen, dieses Farm könnte 1 bis 2 Jahre dauern. Also falls die nächste Episode sich mal zu tun. Nein, ganz lange sollte es nicht dauern. Ich würde ganz gerne jetzt gerade eine Granate haben, mit der ich mich kurz selbst in Luft sprengen könnte. Das ist dann so dieses GTA-Syndrom. Ja, ich wenn man frustriert ist. Oder einfach kurz ein paar Zivilisten abschlachten, ein paar Hippies töten. Ich bin in GTA nie frustriert. So ein paar, weißt du was, in GTA cool ist, wenn so eine Frau steht, möglichst alt, und dann kannst du dich so mit dem Rücken zu der stellen, wenn du dann die Schlagtaste drückst. Ende!